reist nach Westen, um Uther, den Marquis von Lusitia, zu treffen. Sie durchqueren Laos und setzen die Reise durch zwei weitere Territorien fort. Nach einiger Zeit erreichen sie eine Festung, die Taria und Lusitia voneinander trennt. Schleifen wir die Burg in Kapitel 21. Blutsbande. Old Shatterhand, Winnie Schorsch, wir kommen. Oh oh, die Blackfang lauern wieder. Eine undunkle Priesterin. Oh Gott, hat der Falten im Gesicht. Jafar. Ursula. Lloyd. Sie hat ein gutes Namensgedächtnis. Linus. Das sind alle, nicht wahr? Wenn ich euch die Four Fangs habe, brauche ich sonst niemanden. Ich brauche euch, um einen Mann zu eliminieren, dessen Leben das meine unerträglich macht. Sein Name ist Ellie Wood, ein Edelmann aus Ferrell. Ferrell befindet sich in Visir, nicht wahr? So ist es, aber er ist kein einfacher Landgraf. Er hat Freunde. Andere Edelleute aus Lysia, während jeder auf sich allein gestellt wäre, hätten sie keine Chance gegen euch. Doch Sorglosigkeit hat schon immer den Tod willkommen geheißen. Begeht nicht diesen Fehler. Lloyd, Linus, ich habe auch Arbeit für euch, die Gebrüder Reed. Verstanden? Was? Erlaubt mir eine Frage. Sind dies die Befehle unseres Ver... Ich meine, die Befehle des Oberhauptes der Black Fang? Ja, sicher doch. Ist es nicht so, mein Lieber? Ja. Seht ihr, seid ihr jetzt zufrieden? Entfernt, Ellie Wood. Eure Befehle kommen direkt vom Oberhaupt der Black Fang. Der Black Fang? Brandon Reed. Als Mitglieder dieser Gruppe werdet ihr die Befehle befolgen, nicht wahr? Oder lässt dich die Furcht von deinem Gegner etwa erstarren, Lloyd? Sonja, wie könnt ihr es wagen, mit meinem Bruder in solcher Art... Leines. Schon gut. Sonja, es besteht kein Grund, von euch gescholten zu werden. Unter unserem Vater sind wir diejenigen, die das Gesetz der Fang ausführen. Wenn Elliewood von übler Gesinnung ist, besteht kein Grund zu zögern. Die Fang lassen niemanden entkommen. Wir, die Gebrüder Reed, führen das Gesetz der Fang aus. Ursula, Jafar, habt ihr eure Befehle verstanden? Sobald ihr das Ziel gefunden habt, werdet ihr es sofort eliminieren. Es wird geschehen, wie ihr es wünscht, Lady Sonja. Alles soll nach eurem Willen erfolgen. Ich habe meine Befehle erhalten. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Der Name eures Ziels lautet Ellie Wood, Edelmann aus Ferret. Bringt ihn zu Fall, bei der Ehre der Black Fang. Ich habe gerade das Gefühl, dass die beiden Gebrüder Reed nicht so wirklich wissen, dass es ein neues Oberhaupt bei dem Black Fang gibt. Oder Nergal hat sich umbenannt. Ich habe Nachricht von meinem Bruder erhalten. Er befindet sich bereits auf dem Weg hierher. Wir sollen auf ihn warten. Lord Uther persönlich wird zu uns kommen? Es scheint so. Ich habe euch dies bereits zuvor gesagt, aber Schloss Ositia, ganz zu schweigen von der Stadt selbst, wurde von zahllosen fremdländischen Spionen infiltriert. Ich nehme an, dass er glaubt, hier könnte man freier sprechen. Aber erregt denn das Verlassen von Schloss Ositia nicht noch mehr Aufmerksamkeit? Er ist im Geheimen unterwegs und nur sehr wenige Begleiter folgen ihm. In solcherlei Dingen ist er sehr gewandt. Es besteht kein Grund zur Sorge. Wie überaus ungewöhnlich. Das muss in der Familie liegen. Und was genau hat das jetzt zu bedeuten? Nichts. Ich freue mich nur sehr darauf, ihn kennenzulernen. Nils, bist du in Ordnung? Du scheinst abwesend zu sein. Es geht mir gut. Ich bin nur ein bisschen müde. Wenn wir nur eine Nacht lang Ruhe finden, wird es besser. Er wurde geblitzlicht gewittert. Nein, Nils! Nils! Nils? Nils, geht es dir gut? Oder warum bist du bewusstlos? Nils, öffne deine Augen. Ninian, beruhige dich. Ach, bringen wir ihn ins Hinterzimmer und ruft nach einem Heiler. Ihr dürft
dürft ihn nicht bewegen. Wie? Ninian? Bitte verzeiht, ich... Bitte glaubt mir, bewegt ihn nicht. Aber... Bitte. Tun wir, wie Ninian es verlangt. Sie hat sicher ihre Gründe. Bitte, nur eine Nacht der Ruhe, dann ist alles wieder in Ordnung. Wenn es ihm danach wieder besser geht, meinetwegen. Was immer ihr auch tut, bewegt ihn nicht. Ich werde die anderen informieren, ihn nicht zu bewegen. Lord Hector, entschuldigt mein Verhalten. Mach dir keine Gedanken deswegen. Hier sollen sie sich also die Edelmann-Freunde aus Ferret aufhalten. Und der... Oh Gott! Oh mein Gott, wo bist du hingekommen? Oh, ein... Es ist ein Haarmonster! Ja? Oh Gott, wie du sprichst. Ja, Commander Eubans. Sehr gut, Heath. Rockstar. Deine Einheit wird von der Westseite der Festung aus angreifen. Deine Mission ist es, der gesamten Gruppe ein Ende zu bereiten. Begehe keine Fehler. Meint ihr das im Ernst? Marquis Larus hat alles aufgegeben und ist verschwunden? Wir haben keinen Grund, diese Gruppe anzugreifen. Wir antworten auf den Ruf von Marquis Larus und wir werden unsere Pflicht ehrenhaft erfüllen. Außerdem können wir nicht länger mehr in Lycia verweilen. Wir haben gegen Musitia aufbegehrt und unsere gesamte Söldnerstreitmacht wird gejagt. Wenn wir uns ihre Köpfe holen, können wir dem Lekfang in Biran beitreten. Ich bin gegen diesen Plan. Unter ihnen befinden sich auch Frauen und Kinder, meine besten Fans. Was ihr von uns verlangt, ist etwas, das kein Sänger, Ritter, das kein Mann begehen könnte, ohne Schande auf sich zu laden. Hör mir gut zu, Heath. Du bist ein gesuchter Mann, seitdem du diese kleine Koboldin aus Secret of Mana 2 verschnabuliert hast. Ein Flüchtiger aus Biran. Wie wäre es, wenn wir dich Birans Wimpernritter zum Fraß verwerfen? Vielleicht werden wir zur Belohnung sogar in den Ritterstand erhoben, da wir ja solch ehrliche Arbeit vollbracht haben. Ha, das dachte ich mir. Jedem geht es letztendlich nur um seine eigene Haut. Und jetzt stelle deine Einheit zusammen. Wir greifen an! Okay, er wird vom Westen kommen, aber er ist nach Osten geflohen. Das macht es ein bisschen seltsam, weil er einen riesen Umweg gehen muss. Sir, wir werden angegriffen. Der Feind steht am Osttor. Er ist schon im Inneren. Ich bin der Feind. Oder warum ist er im Inneren? Verdammt, ausgerechnet jetzt zeigen sie sich. Wir können Nils nicht transportieren. Versuchen wir, sie fernzuhalten. Beschützt Nils. Lasst sie nicht an ihn heran. Juhu! So, da bin ich wieder. Fangirlie Tai hat mir geschrieben, dass Legol, der... Einem geklauten Legol schaut man nicht im Small oder so ähnlich. Dass der irgendetwas Schnuckliges dabei hätte, nämlich eine Mitgliedskarte für irgendwelche Secret Shops. Das Problem ist, ihr habt meine Leute zwar so ein bisschen ausgeräumt, aber er haut nichts. Da ist nichts drin. Hat er nicht mitgebracht. Das ist ja ein bisschen doof, aber was soll man tun? Nicht ist halt so. Deswegen starten wir jetzt die Mission und der Berlinus wird Stufe 14. Mal sehen, aber Stufe 20 ist, bis das Spiel zu Ende ist. Ihr seid Nikita, richtig? Lord Illywood hat mir viel über euch erzählt. Ich bin ein Ritter im Dienstehaus Ferres. Mein Name ist Isadora. Ich unterstehe eurem Befehl. Bitte instruiert mich. Gib das Pferd jemandem, der es braucht. Danke. Du bist auch ein Mann in dieser Rüstung. Egal. An dieser Stelle, ja, mit der Mitgliederkarte fehlt es noch nicht. Ansonsten an Xenomus oder Xenomus einen Gruß in Form von ein Unterstützungsgespräch zwischen den beiden hier mittlerweile. Lord Illywood. Ninian. Ich möchte euch gerne danken. Wie? Was ist so los? Warum so formell? Lady Lynn sagte mir, dass ihr es wart. Ihr wart es, der mir vor einem Jahr geholfen hat. Oh, das. Ich entschuldige mich. Ich hatte mein Bewusstsein verloren und ich fürchte, dass ich euch niemals angemessen gedankt habe, Lord Illywood. Denkt nicht weiter daran. Ich habe gerne geholfen. Aber trotzdem... Ich weiß. Wenn du die Zeit dir übrigen kannst, würde ich mich gerne an deinen Tanzkünsten erfreuen. Aber nicht an einem der üblichen Standardtänze, sondern dem an der Stange. Ich würde gerne etwas Besonderes sehen. Ein besonderer Tanz, Milord?
Verzeihung, ich wollte nicht so forsch erscheinen. Nein, das wart ihr ganz und gar nicht. Ich meine, ich wäre höchst erfreut. Großartig, dann ist es abgemacht. Ich freue mich schon darauf. Ja, ich auch. Yay, damit wäre das erfüllt. Gut, gut, gut. Ja, ich erfülle mich mit... Oh, ach so, dieses blöde Mistrattenschwein will da unten rein. Aha, aha, aha. Dann geh du mal da. Moment. Eigentlich müsste ich sie neben Typen rumstehen lassen, aber was soll's. So, du gehst da in Richtung Tür. Nein, hier gibt's, glaube ich, noch das ein oder andere zu. Zumindest nicht an der Seite. Ah, das Scheiße, die falsche Richtung war's. Na, was soll's. Das kriegen wir wohl auch noch irgendwie hin. Nee, du willst mit nach unten laufen. Oh, sind wir denn da? Sind wir da, um die Boost-Station zu boosten? Ich meine, die Schussstation. Mal gucken. Obwohl, der Kanas kann sich wehren an solcher Stelle. Was haben wir denn hier noch für eines Luna? Nein, Luna müssen wir nicht unbedingt verbraten, ne? Bald mal den Afalux. Gut, ja, genau. Florina Chan, wenn ich mal mit nach... Wie weit? Was für eine Bewegungsreichweite hat der? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kann er bis dahin pömpeln. Das heißt, ich stelle ich hier hin und hier habe ich was vorbereitet. Nämlich, in der letzten Mission gab es noch in einem Haus eine Elysias Peitsche, die für Pegasus-Ritter und Wyvern-Reiter vorgesehen ist. Und, ja, die habe ich jetzt auch noch geholt. Das habe ich wohl einfach übersehen. Ich verwende sie bei ihr. Gott, pack die Eisenstange weg! Jetzt ist sie tot. Nein, sie ist wiedergeboren und jetzt hat ihr Pferd auch eine Eisenstange. Durch sein Maul gewachsen. Oh, das ist ein viel zu langer Zahn. Sollte mal zum Tierdoktor gehen. Und sie kann nun Schawerter schmächtigerweise rumstolzierterweise benutzen. So, dann kommen wir mit dir hinterher. Wir müssen ja noch ein bisschen mit dir leveln, mein Liebchen. Nicht wahr? Genau. So, ihr beide seid dafür gemacht. Moment, ihr könnt ja auch noch hier ein bisschen blabarababa. Das habe ich auch vorbereitet. Seid ihr Kent? Erfreut euch, Kenten zu lernen. Verzeiht meine Unhöflichkeit, aber wer seid ihr? Ich bin Fiora, ein Pegasus-Ritter. Ihr habt euch um meine Schwester gekümmert. Erlaubt mir, euch zu danken. Oh, ja. Ach so, so gekümmert meint ihr. Als wir noch in Kaelin waren, hat Florina oft von euch erzählt. Oh, was hat sie gesagt? Dass ihr mir sehr ähnlich wäret. Oh, in welchem Belang? Nun, da bin ich mir nicht so sicher. Ich kann mich nur erinnern, dass sie es gesagt hat. Wie auch immer, Fiora, auf jeden Fall ist es mir eine Ehre. Lasst uns zusammen kämpfen und zum Sieg reiten. Ich meine, nicht so, wie wir beide denken und die Zuschauer auch nicht. Ja, lasst uns das tun. Ich glaube, zusammen können wir jede Pflicht erfüllen. Juhu, ich rede jetzt nicht, welche Pflicht ich meine. Aber das mag jetzt was, mir durchaus egal sein. So. Fark, stimmt, ich muss dich ja noch irgendwie mit Florina weiter verkuppeln, mein Kumpelfreund. Deswegen, tanz mit ihm, tanz mit ihm. Oh, und da ist die Ninian auch schon Level 18 geworden. Oh, zwei Stärke, sie wird die Kampfbraut schlechthin sein. So, jawohl, da steht er und wartet drauf, dass der erst dann... So, du bist Level 20 und auf dich muss ich noch eh warten, dass da was passiert. Oh, stimmt, unten ist es... Ah, jetzt habe ich Raven nicht dabei. Egal. Ich habe ihr einen Leitstern gegeben und damit kann sie sich auch verwandeln. Ich meine, warum ist das Pferd Nummer 4 in die ersten drei unter in gutbürgerlichen Restaurants gelandet? Jetzt ist das Neptun-Pferd und es hat eine Maske an. Es ist ein perverses Pferd mit Vorlieben. Oh Gott, egal. Und, ey, jetzt kann Erki seine Zaubermagie an sie abdrücken. Schade, dass ich kein... Moment, nein, ich habe sie nicht dabei. Schade. Mist, verdammt. Ja, du kümmerst dich mal mit um den hier. So. Moment. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich mit... Wahrscheinlich gab es in diesem Dialog eben mit dem Typen, der vom Westen aus angreifen soll, diesen Heath Ledger. Hoffentlich... Nein, das sage ich jetzt besser nicht. Gibt's da keine größeren Probleme, aber da ist schon einer, der von... Oh, da kommt auch noch einer an. Und sie brechen durch die Wand! Nein! Auch da, der Kanas, der steht wie ein Fels in der Brandung. Was? Nosferatu ist die nächstgrößere Scheiße, was diese Magie anbelangt, oder? Und er kann zweimal reinlangen.
Ich habe jetzt mal versucht, die Leute nach vorne zu stellen, die jetzt noch nicht Level 20 sind und deswegen noch die ein oder andere Erfahrungsspritze benötigen, um gut zu werden. Was? Was, du kannst doch nicht wagen, dich da reinzusetzen, du elender Kerlsmann. Lusches steht da. Lord Hector, wir sind eure Verstärkung. Wir sind nur eine kleine Gruppe und unter uns befinden sich auch Söldner. Wrath, Honzake, übernehmt das Kommando über die Söldner. Verstanden. Hört mich, wir sind hier, um Lord Hector, Lord Elliwood und Lady Lindis zu schützen. Lind. Vielleicht soll ich Lind doch hier wegholen. Aber vorher. Ah, wundervoll. Wehe, du stichst daneben, Kumpel. Sehr schön. Erstmal die Bogenärsche wegklöppeln. Dann haben wir weniger Probleme damit. So, Mr. Lucius, wir können hier gerade nicht wirklich... gerade mal gucken, wer hier wer ist. Oh, das ist der Heath. Der wird wahrscheinlich... Who the fuck will... talk to him, huh? Okay. I get you in the front. Und, you will dance here. Dance like a mother F. Punkt. Und, then I will look if we can put you... right there. Okay. That's okay. So. No. Moment, ich habe auch noch was verraten. Was macht das? Ah, das ist nicht so gut. Lord Hector wird sich ein wenig im Hintergrund halten. Der braucht ja seinen Level-Up auf Level 20. Und unsere Lords benötigen ja irgendwie einen Story-Trigger, um ihre Level-Ups oder ihre... ja, Klassen-Upgrades dann irgendwie mitzubekommen. Und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wann das kommt. Und abgesehen von Elliwood kann ich... Oh, danke. Ja, soll ich gesagt haben, scheiß drauf. So. Meine. Ob das jetzt so die Wahnsinnsidee ist, glaube ich nicht. Deswegen lasse ich es bleiben, glaube ich. Moment, wir müssen mal gucken, was wir da. Okay. Mist, verdammte. Ich möchte natürlich nicht, dass er mein Florinchen hier anschießen tut, aber. Ich möchte natürlich auch nicht, dass Hector jetzt gerade da irgendwie unten den Typen massakriert. Aber irgendwie muss ich ja was tun hier vorne, nicht wahr? Deswegen nimm die Eisenaxt und warte. Ne? Du stellst dich da hin, habt ihr Werte-Upgrades? Okay. Wer kann jetzt noch was hier tun? So, dich bin. Nee, Moment. Du kannst noch vielleicht was tun. Du stellst dich mal dahin, weil du es kannst. Gut. Du fliegst ein wenig. Daneben, genau. So. Dann. Stahlbogen reißt leider Gottes dann nicht so ganz raus. Nein, ich dachte, wir könnten mich auch einfach hier hinstellen. Ja, probieren wir es mal. Wozu haben wir den Langbogen denn? Peng! Und Peng! Also, wir sind natürlich Erfahrungspunkte, die im Nirvana verschwinden, aber das soll jetzt erstmal wurscht sein. Dich bräuch ich dann doch eher da hinten, mein Freund. Und du, stimmt, da oben haben wir noch dich. Da, dann kommst du nur dahin. Wo braucht irgendjemand hier noch? Punkte. Ah, du brauchst Punkte, gut. Dann stell du dich vor sie, dann nimmst du den Stab und heilst sie. Dafür war das Level ab. Wie mal da. Dann sollen wir noch gucken, dass ich noch mit zum Rad komme. Und du passt auch wieder auf. Gott. Wir sehen. Ah, wundervoll. Ich meine nur. Haha, ein mickriger Schadenspunkt für Hector. Mal gucken, wie wir... Giftaxt! Da kommt kein Gift durch die Rüstung durch! Wow, mit einer lächerlichen Eisenaxt macht er 22 Damage! Das ist für den Gegner eine Blamage! Jetzt kommt der nächste. 12 Punkte Trefferwahrscheinlichkeit. Mrs. Tank, übernehmen Sie. Gut. Nummer 2. Oh ja. Es ist die Macht der Liebe und die Macht der Gerechtigkeit.
Und das prallt an ihr ab wie an einem Stahlkondom. Was? Ach, das ist gut. Das ist okay. Oh, ein Scheißding kommt daher. Pass ob du! Pass ob du! Passt ob ihr! So. Kann ich mit dir reden? Nope. Das geht nicht. Kannst du mit ihm reden? Ja, das kannst du. Sollte ich das tun? Ich weiß es noch nicht so recht. Kannst du mit dem mächtigen Blitz der absoluten Blondheit diesen Knaben zeigen, woraus wahre Männerhaarfarben gemacht sind? Ja, yes he can. Gut. Was wollte ich sagen? Genau, der Heath, der sieht irgendwie so ein bisschen aus wie, so ein Typ. Moment. Mal gucken. Das ist der Boss, der kommt eh nicht. Ist gut. Und fluchse ihn. Ja, genau. Mal ein bisschen wegfluchsen dort, damit er nicht weiter seine Scheiße da baut. Gut. Und nun kommt Mr. Lord Eliwood und der kann auch mit ihm reden. Und genau das wollen wir. Untersteht diese Gruppe eurem Kommando. Wer seid ihr? Ich bin nicht ein Übernöter, der als Sender im Eubarst. Ich möchte mich ergeben. Ergeben? Warum? Es ist nicht mein Wunsch, Frauen und Kinder allein zu tun. Ich bin ein Soldat, aber ich versuche auch, ein Mensch zu bleiben. Ich bin keine Frau und auch kein Kind, aber ich verstehe. Aber wie ihr wisst, werden wir gerade angegriffen, von euch unter anderem. Es wird nicht einfach sein, für eure Sicherheit zu garantieren. Nein, das ist schon in Ordnung. Ich werde an eurer Seite kämpfen, weil ich kann growlen. Ich hab keiner mehr, das geht. Aber ich werde Kommando Eubarns aufhalten, wenn der richtige Moment gekommen ist. Hiermit nimmt meiner Mikrofonlanze. Gut. Wo ist er? Er hat einen Axtmeister, was für ein Level 7? Ist der schon weiterentwickelt oder noch nicht? Ich glaube nicht, oder? Da muss der Hector, glaube ich, auch ein bisschen zurückstehen. Ist jetzt. Mann, warum kannst du ihn nicht einfach nur umbringen, Mensch, ey? Okay, probieren wir mal, ob ich mit dir ihn ein kleines bisschen anstechen kann. Nein. Oh Mann, ist das doof. Nee, ach, das ist alles gerade ein bisschen Kacka, würde ich sagen. Du gehst mal dahin. So, nimmst den Eisenbogen und knallst erstmal. Obwohl, ich sollte erstmal gucken, dass ich die Leute für die übrig belasse, die noch keine 20 sind. Da muss ich gerade ein bisschen aufpassen. So, deswegen solltet ihr euch da ein bisschen zurückhalten. Du könntest was leveln, ne? Guck mal. Nee, das mach mal anders. So. Du tötest ihn auch ganz herzlichen Dank, ey. Und da. Nee, was soll's. So, wir machen das jetzt folgendermaßen. So, wir axtmeistern den jetzt. Da mal weg. Oder auch nicht. Was machen wir denn jetzt am besten? Moment. Ah, das ist so doof. Ah, warum habe ich dich nicht ein bisschen weiter dastehen? Fark. Wer Hector ihn jetzt? Oh, er hat noch nie härter geworfen. Na, die Olympischen Spiele warten auf. So, und bevor der mir hier irgendwas klaut, klauen wir sein Leben. Das war jetzt aber die normale Angriffsanimation. Wow, die fliegt einmal um die Welt, um von oben wieder reinzukommen. Haha, diese Schätze sind mein. Mein ganz allein. Oder gehst du durch die Tür? Ich aber das kannst. So, stimmt. Lin wollte ich mal in die Richtung bringen. Ich meine, es ist unbedingt notwendig, da oben auf der Säule rumzustehen, um irgendwelchen Leuten das Leben zu klauen, aber. Wenn du schon da hochklettern kannst, kann er trotzdem mit 43% der Treffer wahrscheinlich vertreffen, das ist aber doof. Ich überlege gerade, ob ich den hier einfach wüten soll, wie er gerade Lust hat. Ich meine, dann kommen Leute Erfahrungspunkte, die sie auch brauchen. Obwohl, könnte er auf Linien los? Nein, er kann nicht auf Linien. Ich meine, theoretisch könnte er. Moment.
Dup-di-dup-di-dup. Wir haben den Tanz und deswegen tanzen wir auch. Warum nicht? So, und dann kannst du den hier... Ich den gar raus. Kannst du ihn so ein kleines bisschen angreifen? Nein. 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 Mann, 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 Mann. Wenn du es wohnen kämst, du. Will ich jetzt... Komm, wir stählern ihn erstmal. Es liegt nur daran, weil du eine scheiß Wurfballwaffe hast. Mal gucken, ob da noch an Ninien rankommt. Ganz vorsichtig. Ich fürchte, ich muss jetzt Konsequenzen ergreifen. Shit. Wenn du wenigstens hier richtig Zunder hättest. Aber ich wusste ja nicht, nur was irgendwie noch aus dir werden kann, mein Vorleid. Stimmt, ich wollte dich noch irgendwie neben Lucius stellen, weil ihr seid ja auch so ganz dicke. Oder solltet es vielleicht mal werden. Na komm, Kent, dann... Dann packen wir's! Wir möchten ja nicht, dass Ninien stirbt. Auch wenn sie gut gelevelt ist. Das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, worauf es genau ist. Wir bleiben auf. So, du passt auf. Schön auf. Und dann stehen meine Lieblingsleute nicht so hundertprozentig nebeneinander. Und wir haben im Grunde fast alles hier niedergeworfen. Das ging. Ich bin sehr effizient. Ansonsten, der liebe Oblivion meinte, ich soll doch einfach mal hier meine Leute leveln, weil sonst werde ich weinen. Was für ein Sack das doch ist. Oh, es ist Verstärkung. Ich freue mich. Ich brauche nämlich noch Zeit hierfür. So, warte. Ja. Yes. Gucken wir mal. Mal ein bisschen gucken, das meinte ich. So. Dann. Du brauchst noch mehr Level ab. Falls ich überhaupt genug Leute habe, um sie in meinen Roster reinstellen zu können. Das weiß ich jetzt natürlich nicht so. So, du stellst dich da lang, ihr bleibt schön nebeneinander stehen. Gut. Ah ja, genau, da oben, da ist ja noch... Lin, da bist du. Du kannst reden mit dem Rat, also tu es. Ihr werdet also schon wieder gejagt, nicht wahr, Lin von den Lorca? Rat von den Kutola. Guter Zeitpunkt. Was bringt euch hierher? Nachdem sich unsere Wege trennten, führte mich der Pfad des Söldners her. Ich verstehe, ihr habt euch kein bisschen verändert. Es ist gut, euch zu sehen. Benötigt ihr meine Hilfe? Bietet ihr sie denn an? Ja. Wenn ihr danach verlangt. Ja, ich bitte darum. Leiht uns eure Stärke. Wir sind in etwas schrecklich Gefährliches geraten. Ich verstehe. Wenn all dies vorüber ist, endet mein Dienst an diesem Ort. Rat? Au, Gott, zwei knackige Leute haben uns einverleibt. Sehr schön. Wo ist Miss Ninian? Miss Ninian ist dort. Miss Ninian danced? Den ihr das kann. So. Und nur hoffen, dass wir nicht hier irgendwo. Ja, das ist egal. Wir kommen jetzt gleich. Wir stehen quasi bereit dafür. Das ist gut. Wenn du was gucken. Okay. Das ist natürlich die Question. Can I do this? Bist du Axtmeister? So, die Frage kommt, die bist du. Komm, der. Oh, ich glaube, das ist nicht ganz so gut, wenn wir das so tun. Aber wir müssen mal probieren. Mist, da fehlt noch eins. Egal. Dürfen. Machen wir den jetzt so. Du stellst dich dahin. Neben dir zu stehen, ne? Du stellst dich dahin und du stellst dich dahin. Was ist da mit Level 7? Jetzt, wo er nicht mitkommen kann, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob sich hier noch was tun wird. Aber wir werden uns einfach mal in diese Region leben, um den etwaige Vorstöße ein wenig zu unterbinden. Ich liebe Heiler, die gleichzeitig kämpfen können. Das ist... Oh. So, gut. Okay. Moment. Der wird doch nicht etwa... Ja, ich mach hier ein. So, damit ich so als Eingrafttrüppchen da was tue. Okay, weiter geht's. Kommt die Sau Nummer 1, da kommt die Sau Nummer 2, da kommt die Sau Nummer 3. Oh, ich hab schon wieder. Oh, klitzekleines bisschen was vergessen. Er schießt ihn ab, die Sau. Dann wusste ich doch, dass da was kommt. Okay. Hört auf, da rumzulaufen. Das ist mein Kill. Du Drecksschwein. Stirb, du Sau! Egal, so, erstmal in die Optionen. Ach, viel zu viele Leute hier. Nee, ist sehr... Moment, jetzt kann ich... Was soll's? Dieser Dora hieß, Merlinus? Ich will aber Merlinus anschalten, meine Güte. Haben
irgendwas dabei oder ist... Na, was soll's, dann eben so. Okay. Nur natürlich doof, dass du einen Axtmeister hast. Oh. Das ist natürlich cool, dass du einen Axtmeister hast. Ja, come on. Wir wollen sehen, was du kannst. Immerhin. Uiuiui. Aber dafür kann er endlich mal einen seiner Bros erlegen. Gut. Das war schon nicht erst mal vorne. So. Dann. Wirst du wieder aufgepäppelt, mein Bester. Yeah. Dann. Kommst du daneben. Und machst den hier platt, mein Bester. Dann ist die Frage, ob wir den Boss auch irgendwie noch kaputt kriegen. Aber da gucken wir gleich. Ich muss auch mal gucken, was der Boss überhaupt für Sachen hat. Er steht noch ein kleines bisschen da weg. Ist gut. So, dann... Ja, komm, dann fluchsen wir den noch weg. Und dann ist der Hieß jetzt auch nicht so ganz angepisst, wenn jetzt vielleicht noch einem von diesen Viechern hier angerempelt wird. Ich glaube, in Level 20 mit meinen Normalo-Leuten bin ich irgendwie deutlich über Level für den aktuellen Status. Ja, habe ich zumindest jetzt gerade das Gefühl. Aber ich habe so ziemlich über 100.000 Gold. Und das gefällt mir gut. Ja. Entschuldigung. Gefällt mir ganz gut. Na, wir haben gerade überlegen. Fällt mir ein. Gefahren. Wir greifen an. Mit der Balliste können wir den Boss angreifen. Das ist ja gut. Oh. Wir fangen mal an, da ein bisschen hinzuballern, weil mir gefällt es in der Tat nicht, was denn da so passiert. Dafür. Ernsthaft. Na gut. Stechen. Moment mal. Hat der gerade gekrittet oder sah das so aus? I don't kapier this. I really don't kapier this. Ich meine, ich könnte. Wisst ihr was? Das ist mir jetzt gerade sowas von Schitte egal. Ich möchte nicht, dass meine liebsche Linien hier jetzt gerade vor die Hunde geht. Und ich möchte, dass du mit deiner schönen Ballista diesen Arsch da drüben über einen Haufen ballerst, bevor der da reinsteigt. So. Sie schon. Entgreifen uns da Tüchchen. Mit 10.000 Gold. Den schaffst du doch wohl. Den schaffst du doch wohl! Ich hab mir noch ein paar Bogenmeißen gekauft. Damit der das wohl schafft. Und ich noch mehr Ressourcen habe, um die dann auch zu verwenden. Gut. Na komm! Was? Die muss ich. Achso, nee, das liegt daran, dass das so ein Mistkerl ist. Okay. Dann ist das auch hier sicher. Dann ist fein. Sehr fein. Nur noch mal gucken, was wir hier tun können. So, du gehst hier fein nach oben, wir Merlinus nicht zu beschützen, falls da was tut. Du bleibst einfach mal hier, weil du kannst. Und sonst sieht das ja wieder einigermaßen richtig gut aus, würde ich sagen. Wa? Gut. Weiter im Text. Schwusst du das, du kühlst, du armseliger Bursch. Steck ihn rein und zieh ihn nie wieder raus. Oh, er steckt sogar zweimal rein. Wie man es schaffen kann, ohne es wieder rauszuziehen, dazwischen ist mir jetzt auch nicht so ganz geläufig, aber... Verteidigung 19. Sweet little 19. Oh! 23 Damage. Ich hatte überlegt, ob ich zuerst eventuell ihre Schwester aufpeppeln soll, weil die ist zwar nicht ganz so stark, hat dafür aber ein gutes Stück mehr an Verteidigungskräften. Nein, wie kannst du es bei einer Serapia ja noch aufleveln? Stimmt ja, du darfst es wagen. Du sollst es. Ich gutheiße es. Hey, lass ihn leben. Lass ihn leben. Danke. So. Wer du haust daneben, Kumpel. Danke. Aber wir haben ja noch mal eine Arena. Ne? Von daher. Schade, schaffst du es nicht. Dann... Wie weit kommst du? Du findest bis da. Ah, das ist egal. So. Dann packen wir da die Heilung rein. Natürlich jetzt nur doof, dass... ein bisschen blöd. Moment. Du stellst dich neben hier. Oh, wir haben noch ein paar Minuten Zeit hier durchzukommen. Oh, du kannst ihn richtig starr lanzen. Dass der Flugaffe gar nicht erst weiter in die heiligen Hallen dieses Schalosses reinkommt.
Magiere weit und breit, wunderbar. So auf der Seite ist alles clean, das ist der Boss. Yeah! So, stell dich einfach mal dahin und du klaust noch diese Truhe hier. Und das ist, ui, eine. Wow, das ist toll. So, einfach weil es geht, konnten wir dir natürlich auch nicht Folge tanzt oder wie heißt es, Folge levelt ist. Machen wir das noch ein bisschen weiter. Okay. Mal gucken, ob die Leute nebeneinander stehen, wenn man stehen soll. Die stehen nebeneinander, die stehen. Ich weiß nicht, ob die beiden zusammenkommen können, aber ich lasse die auch mal nebeneinander stehen. Gut. Und ja, dann würde ich mal sagen, verplemper ich noch ein bisschen Zeit, bis wir quasi die letzte Runde haben und das den Boss gegen sie aufbegehren. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so fähige Leute haben. Ich werde trotzdem nicht verlieren. Ich lebe und atme die Luft des Krieges. Ich kann nicht besiegt werden. Vielleicht doch. Aber wir sind halt klug. So, irgendjemand, der hier noch... kann das. Was hat man für das? Moment, wie viele Reichweiten hast du? Du hast... oh, ein... ein Speer, den wir kriegen. Doppelte Reichweite. Achso, der kann nur zwei. So. Besser. So, heil die Scheiße aus dem Raus. Sarah, danke. Und ja, noch nicht ganz. Dann hoffen wir, dass der Boss mal jemanden trifft, da. gut. Aber es sollten meine Leute hier auch packen, nicht wahr? Gut. Leute stehen noch nebeneinander. Können die auch was? Nein, da passiert noch nichts. Da passiert auch noch nichts. Da sowieso noch nicht. Und hier auch nicht. Okay, weiter geht's. Natürlich schade, diese Mission könnte ich wunderbarerweise benutzen. Oh, der greift ihn tatsächlich an. Bams! Ich hoffe nur, dass ich hier nicht irgendwie noch irgendwelche Leute beschützenderweise beschützen müsste. Haha! Haha! Gut, die tauchen aus dem Nichts auf. Nicht nur am Rand der Karte, sondern auch woanders. Ach, das ist ein bisschen schade. Machen wir es erstmal so. Das war ein Crit. Holla die Waldfee. Aber die hat ja mittlerweile auch einen ganz guten Crit-Raten, das würde ich mal sagen. Wundervoll. Oh, es geht genau auf. Oh, pack sie in Stücke. Ihr erinnert dich vielleicht ein bisschen an Florina Ehestreit. Du kannst so ein bisschen Saft abbauen. Und das letzte Level für sich selbst erreichen. Und was für ein nettes Level-Up das doch geworden ist. Sogar mit Risses tot. So, wir haben noch zwei Überlebende im gegnerischen Bereich. Das passt doch, würde ich sagen. Die beiden stehen noch nebeneinander. Die anderen stehen auch nebeneinander. Alle stehen nebeneinander. Die nebeneinander stehen. So, alles gut. Dann können wir die Erfahrungspunkte vielleicht auch noch ein bisschen mit angreifen. Gerade für die, die der ganz wundervollerweise brauchen. Hey, schnell und fluffig weitermachen hier. Und ich... sag klar. Gott. Und Mr. Magier? Verdammt, da steht im Wald. Ich hasse es, wenn Magier im Wald stehen. Letztes große Waldstehen ein. Ja, vielleicht haben wir noch ausreichend Treffer wahrscheinlich. Scheiße. Probier es. Ja! So muss es sein! Hau ihm den Darm raus! Rutski, wieso taucht diese? Muss ich euch trennen? Ich will euch aber nicht trennen. Nein, trennen wir euch halt nicht. So, machen wir es folgendermaßen. Die Stahllanze setzt da ein. Dann lassen wir den Typ einfach hochkommen da unten. Oh, fast schon ein erstes Level ab in den neuen Zustand. Wunderbar. So, du stellst dich da hin. So, weil du kannst jetzt auch nichts mehr großartig reißen, glaube ich. Egal. Die Frage? Axtmeister? Nein, das ist die Frage. Da geht halt die Frage. Nur du gehst dahin. Du gehst mal mit hinterher. Du auch, damit er nebeneinander steht. Fein. Kannst du was gegen ihn machen?
Idioten haben wir denn noch? 2. Das dürfte passen, würde ich sagen. Ich bin nur gespannt, ob jetzt in jeder Runde hier neue Alakaimer dazukommen. Vielleicht hätte ich euch hier mal ein bisschen mit runterprasseln lassen sollen, damit das da nicht nur eine One-Man-Show wird. Okay. Du gehst nach unten. Du gehst dahin und tanzt für ihn. Tanz! Habe ich das eben vergessen zu tanzen? Weiß nicht. Egal, frag mich, ob sie auch mehr, auch ein Klassen-Upgrade irgendwie hinter sich kriegen kann. Irgendwann mal, wenn sie auf Level 20 ist und die entsprechenden Voraussetzungen da sind. Aber ihr könnt mir vorstellen, dass das nicht der Fall ist. Weil sie ist ja irgendwie so eine Art besonderer Charakter. Und könnten Tänzer jemals ein Klassen-Upgrade mitnehmen in diesen Spielen hier? Ich weiß es nicht. Nice! Nice! Nicht nice! Ganz! Yeah, meine ich. Wunderbar. Okay, das hätte ich vielleicht beachten sollen. Aber Sarah ist die Dampfdame. Sie will es. Gut. Es sind keine neuen Lackenhammer dazugekommen, oder? Okay, dann kann ich jetzt das volle gehen, glaube ich. Oh. Ach Gott! Junge! Junge, nein! Na, gucken wir erstmal, ob wir den hier platt kriegen. Natürlich! Er rollt einfach über den Boden drüber und dann liegt da schon irgendwas drunter, was weg muss. Genau wie jetzt. Ui, seine Geschwindigkeit kennt keine Grenzen mehr. Dann würde ich mal sagen, wir Axtmeistern uns mal gegen den hier ein kleines bisschen. Okay. Oh, es reicht sogar. Wir haben ein Level-Up für ihn mitgenommen. Okay, fluxen wir ihn jetzt noch zu Tode? Dann kann ich noch was heilen. Entschuldigung. Irgendwie kraxelt. Nein, ich werde nicht wieder krank, hoffe ich. So, dann der könnte noch nichts machen. Okay, dann. Rapieren oder nicht rapieren? Was ist denn die Rapier? Ich probier's mal. Yeah! Yeah! Wundervoll! Sehr gut, er doppelt ihn nicht. Das gefällt. Oh, das gefällt mir gerade nicht so sehr. Ich könnte nochmal dancen für ihn. Das ginge auch. Dann brauche ich eigentlich die Heilung nur für dich. Ja. Aber ich möchte... Doch, es reicht für ein Level-Up von ihr. Sehr schön. Oh Gott, noch 2 Stück. Oh Gott, das war nicht so gut. Egal. Tanz! Tanz! Sehr gut. Und jetzt... Nicht das. Der Todesstoß! Und was für einer? Da hilft nicht mal. Panzerrüstung. Nichts zu bedauern. Mein Leben und mein Tod sind dein allein. Kannst du denen demnächst mal die Stimmbänder durchstoßen? Dann haben die nicht. Dann müssen die mich nicht mit solch Langeweile rumlangweilen. Commander Euban, es ist gefallen! Blast zum Rückzug! Wir haben keinen Grund mehr zu kämpfen! Oh, danke fürs Blasen. Also, Bruder. Oh Gott. Also, Bruder, du bist also doch noch am Leben. Du warst so lange fort, dass ich befürchtete, du hättest den Tod gefunden. Noch ein weiterer Tag und ich hätte die Vorbereitung für eine Trauerfeier getroffen. Bitte entschuldige, es gab viel zu tun. Ja, Lailas letzter Bericht hat viele Fragen beantwortet. Elliwood, es tut mir leid wegen Lord Albert. Ich war zu machtlos, ihm zu helfen. Nein, ihr hättet nichts tun können. Was jetzt aber wichtiger ist, wisst ihr von Nergal? Nun das, was mir berichtet wurde. Er erschien vor einem Jahr und übernahm die Kontrolle über die Black Fang. Dann verführte er Laos dazu, eine Rebellion gegen Usitia anzuzetteln. Ich vermag es jedoch nicht, sein Ziel zu erkennen. Die Drachen, die nach der Befreiung entschwanden, er möchte sie wieder zurückbringen. Was? Kann denn so etwas überhaupt getan werden? Ja, lasst mich erklären. Das bringt selbst meinen Bruder zum Grübeln. Er war schon immer ein Anhänger schneller Entscheidungen, doch jetzt wünscht er sich mehr Zeit. Das ist noch nie zuvor geschehen. Was als einfache Rebellion begann, hat sich zu einer Bedrohung für die gesamte Menschheit ausgeweitet. Wir sahen es mit unseren eigenen Augen und trotzdem scheint alles so unglaublich zu sein. Aber es ist alles wahr. Ja,
Ich frage mich, was als nächstes geschehen wird. Im Idealfall könnten wir alle Länder vereinen und gemeinsam kämpfen. Es wäre eine Rückkehr in die Zeit der Befreiung. Aber dies alles hängt von der Existenz der Drachen selbst ab. Bevor kein Drache am Himmel gesehen wird, bezweifle ich, dass uns jemand Glauben schenkt. So ist es. Und sobald die Drachen erst hier sind, wird es zu spät sein. Wir müssen dies hier alles jetzt beenden. Und wir sind die Einzigen, die genug wissen, um es auch zu vollführen. Genau. Dem stimme ich zu. Dann ist es beschlossen. Kommt, lasst uns mit meinem Bruder sprechen. Nikita, Ninian, kommt ihr mit uns? Ja. Ich würde es vorziehen, diese Bürde nicht allein auf deine Schultern zu legen. Und trotzdem sehe ich keine andere Lösung vor meinem Auge. Hör zu, mein Bruder. Ihr seid nicht mein Bruder, geht weg. Elliwood, Lindis, seid ihr entschlossen, euren Beschluss zu verwirklichen? Ja, wir sind bereit. Ich auch, ich mag es nicht. Hab alles gefallen. Mich zurück. Ich brauch und darauf zu warten, dass andere zur Tat schreiten. Und ihr, Nikita? Mein Bruder und seine Freunde stehen tief in eurer Schuld. Welche Rolle werdet ihr spielen? Werdet ihr ihnen helfen? Werdet ihr sie durch die nun bevorstehenden Prüfungen geleiten? Ich verstehe. Dann habe ich nichts mehr zu sagen. Ich werde euch unterstützen, wie ich es nur kann. Ich wünsche euch allen viel Glück. Und was ist mit diesem Mädchen? Die, von der wir vorhin sprachen. Oh, Ninian. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, Marquis Ositia. Sowohl Ninian als auch ihr Bruder Nils besitzen besondere Kräfte. Ist das so? Dann erlaube mir eine Frage. Weißt du, wo sich Nergal in diesem Moment aufhält? Ja, ich kann ihn fühlen. Im Osten. Er ist sehr weit weg. Im Osten ist Biran sein nächstes Ziel. Das verheißt nichts Gutes. Biran ist ein mächtiges und streitbares Land. Wenn Nergal es umgarnt, ist es um uns geschehen. Es bleibt noch Zeit. Er ist immer noch sehr schwach. Jetzt. Wir müssen handeln. Also kann Nergal nicht auf der Stelle agieren, ist das richtig? Aber was können wir? Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen sofort nach Biran aufbrechen. Wenn die Zeit bleibt, macht Missur zu eurem Ziel. Missur? Aber das liegt in der anderen Richtung. Geht in die Wüste von Nabata. Vielleicht findet ihr dort Unterstützung. Was meint ihr damit? Geht und sucht nach der lebenden Legende. Lebende Legende? Wer ist die lebende Legende? Lasst uns gemeinsam in der nächsten Folge erfahren. Bis dann, auf Wiedersehen.